Ah ja, Vivi. Mal hübsch machen. So, willkommen bei meiner neuen Tour der Nachtwander-Challenge. Ich bin heute auf dem Weg hoch auf den Hausbergturm, der mir im Sommer mal für 3 Nächte mein Schlafzimmer gewesen war. Ja, muss ab und zu mal auf den Weg gucken, nicht, dass ich hier in den Busch renne und dass kein Wildschwein hier auf dem Weg steht. Ja, wie gesagt, ich werde mir den Turm jetzt heute mal bei Nacht angucken. Mal schauen. Ist auch Gott sei Dank nicht allzu weit, aber dafür geht es heute mal wieder etwas strammer berghoch wie die letzten Tage. Ja, Sterne sind auch schön draußen, kann man auch schön sehen. Die Luft ist aber eisekalt, hat heute über den Tag mal geregnet. Jetzt haben wir hier inzwischen 2 Grad. Und so ab und zu sehe ich hier so im Scheinwerferlicht mal so eine kleine weiße Flocke runtertänzeln. Ja, es ist schon unangenehm frisch. Bin auch dementsprechend heute eingepackt und habe heute wieder mal einen Rucksack dabei. Ich habe mir da ein klein bisschen Proviant reingetan. Und als alter Anti-Alkoholiker werde ich heute mal ein Fläschchen Bier da oben schlürfen. Alles mal ein bisschen anders wie sonst die Tage. Ja, mir ist auf der normalen Strecke auch schon etwas langweilig geworden, nur im Dunkeln rumzustapfen und gar nichts mehr zu sehen. Und jedes Mal in die Stadt zu gehen, ist auch nichts. Da denke ich, jetzt gehe ich mal hier heute hoch auf den Turm. Da habe ich wenigstens mal was von. Vielleicht kann man von da oben aus ein bisschen mehr sehen. Ja, weiter geht's. Erst noch ein bisschen Meter machen. Bis später. Vorhin hatte ich schon einen leichten Schreck bekommen. Ich hatte hier oben, hatte ich ja schon mal eine Begegnung gehabt mit einem Wildschwein. Es war in den Morgenstunden gewesen. Und jetzt eben, wo ich im Rumlaufen war, hatte ich auf einmal so 3 Augen im Licht von der Stirnlampe gesehen. Ja, keine Angst zu haben, wäre jetzt gelogen. Also die Nackenhaare haben sich wieder ein bisschen gestellt gehabt. Die Aufregung war da. Wie ich da näher gekommen bin, habe ich dann die Auflösung gesehen. Hier sind wieder schwer Forstarbeiten im Gange. Und da hatte einer seitlich in so einen Waldweg einen Bauwagen reingestellt. Und dieser Bauwagen, der hatte natürlich diese Katzenaugen dran. Und diese Teile, die waren am Leuchten durch den Busch. Ja, wie gesagt, war mal ein kleiner Aufreger. Weiter geht's. Ich werde erstmal die Hände wieder ein bisschen in den Taschen vergraben. Die Firma nehme ich hier langsam ab. Da ist er. Der Turm meiner Begierde. Schweinchen. So, dann gehen wir mal hoch. Hier wird es ein bisschen luftig schon. Thank you.
Jetzt hört man Weihnachten. Schön. Wieder mal lauschen. Die Geräusche, die wir noch vom Sommer her kennen. Hier windet's und heult. Okay, gerade hat's aufgehört. Dann schauen wir uns mal Butzbach an. Da unten. Ja, die im Sommer auch immer geguckt. Hier an Butzbach vorbei, die A5, die Autobahn, was da runterläuft. Sieht man auch wie so eine Ameisenspur im Dunkeln. Also war rund um die Uhr ist da Betrieb. Ja, da gibt es keinen Zeitraum, wo da eigentlich nichts fährt. Das Leben tobt. So. Ja, muss ich mich mal in der Fanzlocke hier. So, keine Ahnung, weshalb es heute mal Bier gibt. Sonst gibt es nur Wasser, Tee oder Kaffee. Heute gibt es mal ein Bierchen als Anti-Alkoholiker. Prösterchen. Oh, die Brille ab, sieht mal ein bisschen hübsch aus. Wenn überhaupt. Versuchen jetzt mal reinzuschauen. Ich hab das Ding mal. Wieder einpacken. Jetzt wieder Retour. Jetzt bin ich langsam echt durchgefroren. Mir ist scheiße kalt. Vor allem das Bierchen, das ist hier auch nochmal richtig schön durchgefrostet worden. War vielleicht auch ein Fehler. Blase drückt, aber bei den vielen Klamotten habe ich jetzt keinen Bock mehr, da mich irgendwie noch frei zu machen. Soll ich wirklich noch einen Eiszapfen irgendwo dran legen? Okay, so, ich mach mich die Treppe wieder runter. Ja. Und, wie geht's? Der steht drauf schon. Sieben Viertel. Ja. Schaut man hier auch die Flocken um zu. Ja, hier wieder nicht. Ja, irgendwie ist ein bisschen Schnee mit dabei. Ah.
Das Gejammer da oben von dem, keine Ahnung, ob das diese Platte da gewesen war, was da so am Heulen ist im Wind. Aber ich glaube, das wird mir jetzt mittlerweile auch ganz schön auf den Sack gehen. Entschuldigung für das Wort, wenn ich hier oben schlafen würde. Das wäre jetzt ein bisschen nervig. Das war da nett. Hier oben gewesen war, da war nur das Heulen gewesen vom Wind im Gebälk. Aber nicht dieses Gejammer. Hey, mein Nachtlager ist auch irgendwie ein bisschen demoliert worden zwischenzeitlich. Hat sich auch jemand dran zu schaffen gemacht. Wäre ja auch mal ein Wunder gewesen, wenn irgendwas stehen bleibt hier. Hier geht eine kleine Trampelfahrtrunde. Dann latschen wir den noch ein bisschen im Wald. Mal gucken, wo der noch hinführt. Einfach mal weiter rein ins Dunkel. Wald bei Nacht. Hat was, oder?